Saubermacher. Umwelt aufwirten, Abfälle verwirten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Topspiel der 28. Spielrunde. Steiermark 1 TV und fanreport.com präsentieren Ihnen ASK Voitsberg gegen SC Weiz. Und die Weizer rund um Trainer Christian Ilzer, die brauchen einen Sieg, um mit dem Punktegleich in Lafnitzern im Gleichschritt zum großen Showdown, also um den Meistertitel in der letzten Runde zu gelangen. Beide Teams beginnen sehr konzentriert. Die lauf- und kampfstarken Voitsberger in Schwarz, die lassen den Titelanwärter nicht ins Spiel kommen. Richtig diszipliniert. Hier ein langer Ball, ein weiter Zuspiel auf Patrick Durlacher. Doch auch hier passt gleich mal ein Verteidiger wirklich auf, blockt den Schuss. Voitsberg mit einem Eckball. Auch hier kommt der Angreifer durch die enge Deckung nicht richtig zum Kopfball. In der 22. Spielminute, da wird es zum ersten Mal richtig heiß, ein durchdachter Angriff der Gäste. Kevin Steiner spielt und da ist das Tor. Patrick Durlacher stellt hier auf 0:1. Auch ein sehr, sehr starker Pass von Kevin Steiner, der die Vorarbeit leistet. Erneut die Gäste im Angriff, diesmal aber über die rechte Seite. Hier nochmal kurz verstolpert, aber das war gut, denn hier kommt auch schon Christoph Feiner hinten nach, zieht ab, trifft aber nur die Außenstange. Es bleibt beim 0:1. Freistoß für die Hausherren, schnell abgespielt. Schöne Flanke, doch wieder ein Weizer mit dem Kopf schneller. Voitsberg wird stärker. Aber auch wie bei diesem Versuch von Markus Pesel gelingt kein erfolgreicher Abschluss. Somit bleibt es beim 0:1 Pausenstand. Fanreport.com, wir berichten über dich. In Hälfte 2 starten wir dann gleich hinein mit diesem Freistoß der Gastgeber. Geht weit in den 16er, unfreiwillige Kopfballvorlage und das ist Jürgen Trummer, der kann das Geschenk aber in der 55. Minute nicht nutzen. Jetzt weiter Abschlag vom Torhüter. Hier über die linke Seite, sehr schöner Hakenpass, Ball kommt hinein, aber auch diese Chance bleibt ungenutzt. Sehr, sehr schöne Chance auf das 0:2. Allerdings präsenter ist jetzt die Heimelf. Weites Zuspiel, direkt genommen, leider aber auch über den Rist drüber gerutscht. Jürgen Hieden hat den Ball hier nicht richtig getroffen. Weiz wird nur mehr durch Missverständnisse wie diese hier gefährlich, aber der Torhüter spielt hier sehr, sehr gut mit. Und die letzte große Ausgleichschance gibt es 5 Minuten vor dem Ende. Noch ein Standard-Querkopfball, kann man sagen, aber man sieht, die Verteidiger, die machen es perfekt. Das war es dann auch schon. Der SC Weiz gewinnt auswärts gegen ASK Voitsberg mit 1:0. Was sagen die Trainer dazu? Ich glaube, ohne Übertreibung großteils überlegen. Haben durch eine Aktion einen Gegentreffer bekommen, was schön ausgespielt war von der Weizer Mannschaft. Und haben eben oder sind nicht belohnt worden für unser wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Ja, man sieht, dass Voitsberg in den letzten Wochen ganz klar unter ihrem Wert geschlagen worden ist. Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sehr kompakt auftritt, die sehr, sehr aggressiv gegen den Ball arbeitet. Und da haben wir uns extrem schwer dann heute. Man muss sagen, wir waren halt fußballerisch und auch läuferisch, zweikampfmäßig weit davon entfernt von den Spielen, von unserem Spiel, das wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Aber wie gesagt, wenn man auch ein Spiel mit 2 Torschüssen 1:0 gewinnen kann, dann glaube ich, ist man auf dem besten Weg, Meister zu werden. Und das stimmt uns alle sehr, sehr zuversichtlich für die letzten Aufgaben. Mit diesem hart erkämpften Sieg bleiben Weiz und Lafnitz punktegleich an der Spitze und somit kommt es zum großen Meisterschafts-Showdown SC Weiz gegen SV Lafnitz in der nächsten Woche.